Ja, hallöchen Leute und willkommen zurück zu Dead by Daylight 2020. Das erste Video, die erste Aufnahme in diesem Jahr. Und ja, bis jetzt hat man, glaube ich, dieses Jahr noch gar nichts von mir gehört. Und wir wollen jetzt natürlich nach längerer Pause wieder voll durchstarten. Übliches Freddy-Setup, was ich dabei habe. Und ich habe ein Mori dabei. Einfach auch, weil ich ja, Freddy ja irgendwann auch dann prestigieren möchte auf Prestige 3. Und bis dahin die Moris loswerden möchte. Ich habe nur noch zwei. Boah. Und ja, eins davon habe ich jetzt in Benutzung. Dann schauen wir mal, wie gut das hier funktionieren wird. Das ist unsere Obsession. Und hier ist die Laurie. Ich würde dann doch lieber die Laurie erstmal jagen. Unsere Obsession können wir ja zur Not eh mit Hass töten. Oh, genau am Haken erwischt. Nice. Ja, bis jetzt hatte ich dieses Jahr recht wenig Motivation. Oder... ja, doch, Motivation nicht, sondern eher wenig Lust, aufzunehmen. Beziehungsweise generell habe ich noch nicht allzu viel Dead by Daylight gespielt. Den Spalt, den ersten, habe ich fertig gemacht. Unter anderem habe ich mir aber die letzten 10 Level mit den freigeschalteten Münzen gekauft. Und aufgabentechnisch habe ich jetzt auch nur noch die Aufgaben, wo ich Killer blenden soll. Beziehungsweise, ich glaube, 6 Leute mit dem Trapper. Ne, die habe ich, glaube ich, schon erledigt. Naja, 2, 3 Aufgaben habe ich halt noch. Die geben noch ein paar Blutpunkte. Man kann sie auch im Nachhinein machen. Und demnächst kommt ja der neue Spalt, das neue Archiv und der neue Doktor. Bill, denkst du, ich bin blind? Ja, bin ich. Ich hab... ne, er ist hier lang. Okay, ich bin blind. Ah, noch eine Nier. Okay. Ja, rein theoretisch können wir die Laurie jetzt, auch Morin, wenn wir sie erwischen. Würde ich aber ungern machen. Wobei eigentlich, ne, wir sind der Killer. Wir müssen eigentlich erbarmungslos spielen. Boy, der ist mir voll reingelaufen. Ich habe den gar nicht gesehen. Da vorne ist der Haken. Ja, nehmen wir den. Ich würde sagen, je nachdem, wie die Generatoren jetzt durchgehen, hängen wir erstmal alle einmal auf. Und dann können wir auch anfangen zu Morin. Wenn wir ganz nett sind, hängen wir alle zweimal auf. Die Hütte haben sie fertig gemacht. Wir gehen wieder zu dem Gen. Der halt am weitesten ist. Na, Mädel. Oh, sie hat Flink dabei.
Ah, okay. Ich dachte, sie springt zurück. Oh, gut. Wir haben ja ein bisschen Zeit hier gerade. Ah, okay. Sie spielt gar nicht so schlecht. Na gut. Aber so sind die wichtigen Paletten wenigstens weg, ne? Hat sie gerade geteabaggt? Der zweite Gen ist durch. Ich würde sagen, wenn wir die Lori jetzt erwischen, können wir sie schon morien. LOL! Ah. Oder den Bill. Der Bill hat eine Taschenlampe. Okay, wir nehmen jetzt den Pfad aus dem Spiel. Die Pfad aus dem Spiel. Und sagen Ade, Bill. Das war Nummer 1. Okay, wir müssen die anderen Nia nochmal erwischen, ne? Fürs, wichtig fürs Ende. Wer hat vergisst mein nicht? Das war die Lori, ne? Genau, das ist unsere Obsession. Ja, da haben wir den nächsten Stack für vergisst mein nicht. Leider auch Freddy kein Barbecue. Ah, sie ist hier lang. Da ist die andere Nia. So. Oh, hast du dich erschrocken, Nia? Okay, jetzt würde ich sagen, keine Gnade. Mit jedem Generator sinkt die Gnade ein wenig. Und die Lori hat halt gerade dafür gesorgt, dass wir jetzt loslegen. Gut, ich werde jetzt nicht diese Nia hier wegtunneln. Ne, das ist die Verletzte. Wenn, dann will ich die, Full-Life-Nia haben. Die wird auch nicht weit weg sein. Freddy-Runden ziehen sich auch immer so lange, ne? Das ist... voll verkackt. Ich wollte dahin porten. Weil wenn wir jetzt da waren, können wir uns noch da hinten porten.
dachte gerade, hier wären Spuren gewesen. Oh. Der Gen hier ist sogar wichtig. Also den da hinten können sie eigentlich sogar haben. Baum. Oh, am Feld bin ich aber auch sowas von blind, ne? Ich gehe da trotzdem mal gucken. Hey, Laurie! Jo, Laurie kann gut schreien. Das war mein Ohr. Ah, hier war auch schon jemand dran. Beziehungsweise hier ist jemand dran. Was ist die denn hier? Okay. Also die spielt sehr gut, muss man sagen. Ich denke mal auch, die wird die städtische Umgehung dabei haben. Die hätte ich halt gerne noch, ne? Die habe ich nicht einmal aufgehangen. Ja, guck mal, wie fix die da wieder ist. Hier gibt's halt auch noch die Safe-Palette dann, ne? Jetzt haben wir sie schon erwischt einmal. Okay. Wichtige Palette. Oh, da kannst du nicht mehr viel juken, Lady. Das weiß sie natürlich nicht, ne? Sie weiß aber, dass hier Fake ist, weil hier zwei Paletten stehen. Sie weiß bloß nicht, welche Fake ist. So. Jetzt hatten wir wenigstens alle am Haken. Jetzt habe ich auch kein Problem damit, wenn einer entkommt. Ich denke mal, sie wird jetzt retten gehen. Tatsächlich retten gegangen. Viel zu früh. So. Das war's dann auch mit dir. Und jetzt müssen wir noch die letzte Person finden.
Ja. Wir sind ja auf der Spur, da hinten läuft sie. Moinsen! Und damit hat Freddy sie alle geholt. Erste Runde im Jahr eröffnet mit einem Mori von Freddy. Nice! Ich weiß, Mori ist fies, aber ab und zu kann man damit spielen. Ich schreibe jetzt auch nicht GG oder so, weil die werden mich flamen dafür. Ja. Da hat unser Freddy gute Arbeit geleistet. Uns ein paar Pünktchen gegönnt. Eine Daily habe ich leider nicht geschafft. Ich habe einmal Segen mit Bubba. Ports mit der Krankenschwester, die ich morgen wieder löschen werde. Die habe ich heute gerade bekommen, weil ich eine Legion Daily gelöscht habe. Und dann muss ich noch mit einem Survivor Leute abhängen, glaube ich. Können wir gleich mal gucken. Ich schreibe doch mal GG. Mal gucken, vielleicht ist hier noch einer drin. Einer war, glaube ich, auch deutsch. Ich meine, schlecht gepunktet haben die ja jetzt auch nicht, ne? Jo, Spiel leckt natürlich. Na, Sulesh war deutsch, 40 Stunden und, naja. Der hier war mit 500 Stunden gefühlt, der mit den meisten. Die anderen beiden hatten ein privates Profil. Ja, gut, genau, hier rette mit Detective Tab, 3 Überlebende. Ja, ne. Dieses Jahr geht natürlich die Mission weiter, die Killer zu leveln. Wir sind mittlerweile oder gerade auf dem Stand Trapper, Jägerin und den Hinterwäldler perfekt zu haben. Ich level aber gerade keine Killer, sondern ich habe mich an die Survivor gesetzt. Ja, die Laurie, ach Quatsch, die Kate ist fast perfekt. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch genau gefehlt hat. Es waren die Perks der letzten drei Survivor. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube bis hier. Also ich glaube, mir fehlen alle Perks der neuen Survivor. Kann das sein? Genau, hier sind die von Nancy. Ja. Die habe ich schon freigespielt. Ja, den Steve haben wir auf 36. Und dann kommt noch die Yui. Die werde ich auch weiter leveln, aber nicht prestigieren. Die werde ich so auf alle Perks bringen. Nachdem ich mit Kate alle Perks habe. Und ja. Die Mission geht gut voran, würde ich sagen. Denn der Steve ist ja fast fertig, könnte man sagen. Ne? Muss ihn auch auf Level 40 bringen. Dann hat er sein drittes lehrbares Perk und ja, GG. Und ja, wie gesagt, na, dann wird sie gelevelt auf Level 40. Wahrscheinlich wird das dann mit dem nächsten Pass erst passieren. Und wenn sie auf Level 40 ist, werde ich die Kate weiter leveln, bis sie alle Perks hat. Und danach geht es dann erstmal auf Killer-Seite weiter. Da weiß ich aber noch nicht. Doch, da weiß ich schon, welchen Killer ich als nächstes leveln möchte. Ich kann auch mal wieder rübergehen. Ich glaube, ja, es war der Micha, den ich als nächstes auf alle Perks haben möchte. Den habe ich ja jetzt schon auf Prestige 3. Und nach dem Micha werde ich dann den Doktor wahrscheinlich machen, der jetzt sein Rework kriegt. Und dann mal schauen. Die hier kommt ganz zum Schluss. Das Gespenst, ja, spielt man halt selten, weil die Leute sich vor dem Gespenst in die Hose scheißen und disconnecten zum Teil. Und ich das mittlerweile auch gar nicht mehr richtig kann. Naja, wie dem auch sei, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen mit dem Memento Freddy. Und ja, der wird nach Doktor und Michael, glaube ich, auf Prestige 3 gebracht. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid.
Die Woche werde ich wahrscheinlich auch streamen. Oh, ich weiß noch nicht, welchen Tag wird spontan kommen. Und dann schauen wir mal, dass wir wieder regelmäßig in-game sind. Ich werde dann aber nicht mehr nur Dead by Daylight streamen. Im April natürlich Resident Evil 3 Remake. Ja, da ziehen wir wahrscheinlich wieder durch das Spiel, wenn es so ist wie Teil 2. Dann habe ich mir überlegt, na, habe ich ja schon länger vor, die Metro-Teile am Stück zu streamen. Ist vielleicht ganz gut, weil ich Urlaub habe, wahrscheinlich ab nächste Woche, ab übernächste Woche. Vor ich ab nächste Woche, weil das Video lade ich erst morgen hoch, beziehungsweise Dienstag, mal gucken. Wenn alles glatt läuft, habe ich Urlaub ab nächste Woche und ja, dann vielleicht alle drei Spiele am Stück mal durchziehen. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja. Damit würde ich sagen, ich hoffe, ihr schaltet ein. Ja. Drückt abonnieren, drückt die Glocke, wenn ich stream, dass ihr gleich Bescheid wisst. Oder behaltet einfach den Kanal im Auge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl und haut rein.